Am Mittwochmittag kurz vor 13 Uhr ist im Gebiet vorab oberhalb von Largs ein Motorsegelflugzeug abgestürzt. Der Pilot ist dabei ums Leben gekommen. Der Absturz ereignete sich in der Nähe der Station vorab Gletscher auf einer Höhe von rund 2500 Meter über Meer. Die Unfallursache ist derzeit noch unbekannt. Auch zur Identität des Piloten liegen noch keine näheren Angaben vor, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt.